Jo, hallo Leute, hier ist wieder euer Jens und ich will mit euch Terraria spielen. Also machen jetzt erstmal einen neuen Charakter. Ich bleib mal bei meiner Lieblingsfarbe Blau. Das ist zumindest hier in dem Game. Ist die beste Farbe, finde ich. Ach, oder eher so ein Lila. Das sieht okay aus. Ja, blau. Augen ist mir eigentlich ziemlich Ritze. Na, ich will eigentlich eher zu einem Weißton hin. Passt. Okay, ja, Charakter erstellen nervt immer ein Winger. Ich kenne mich noch nicht sehr gut in dem Game aus. Also, ich weiß nur ein paar ganz kleine Basics. Andersiert alles weiß. Standardfarbe eben, ne? So. So. Passt so. Hä? Oh, was ist Softcore? Das kenne ich gar nicht. Stefan, ist denn das da? Na egal, Close. Create. Enter Name. Passmiert 3. Okay. Create new world. Small. Fesmania. Nein. Ach. Mania 3. So ist es. War gerade verwirrt. Okay, es kann mal kurz dauern. Es dauert immer ein Stückel, das erstellen. Schon wenn ihr meinen Laptop im Hintergrund hört, ich kann daran nichts ändern, der Lüfter ist ziemlich laut, ich muss mal einen neuen einbauen lassen. Ist nochmal ein wenig kompliziert bei Laptops Ersatzteile und so zu finden und anderes Gerümpel, gell? So. Ui. Ui. Okay. Bastel jetzt erstmal hier eine Menge ab und macht Bäume kaputt. Mensch, ist das lahm. Das mache ich lieber nicht. Was ist denn das? Ist das Eis? No, Stone Block. Können wir auch mal mit benutzen. Kann man immer gebrauchen, sowas, ne? Und ja, was ist Terraria? Terraria ist eigentlich Augen-Sandbox-Game. Ach, das kam durch das Update raus. Mit den Blöcken hier, weil bis gestern war es noch nicht gewesen, dass angezeigt wird, was man einsammelt. Okay, egal. Scheiß Slime. Ja, ist also auch wieder ein Sandbox-Game. Adventure. Und ich hasse die Leute, die sagen, dass das billiger Minecraft-Abklatsch ist. Nein, Leute, das ist es leider nicht. Das ist eine ganz neue Art von Spiel. Was ganz Feines. So. Mensch, draußen regnet es wie bekloppt. Hallo? Kommst du klar? Ach, Dreck. Jo. Wir müssen erstmal diesen Baum zerschlagen. Krieg ich das von hier überhaupt hin? Jo. Hab mich schon gewundert, warum es nicht ging. Also ein paar Basics kenne ich von dem Spiel. So, was ist denn das? Okay. Ja, whatever. Was ist denn das? Eine Truhe? Ei. Nein, nein. Wo sind denn die jetzt hin?
sind jetzt die komischen Ninja-Sterne hin, oder was zwar? Hey. Ah, hier. Gut. Uiuiui. Coppercoin. Gut, eine Truhe habe ich auch noch nie in freier Wildbahn gefunden. Dort drüben ist erstmal Kupfer. So. Ist auch wieder Gestein? Ja. Ich glaube, ich baue mir jetzt erstmal wieder... Ich bin immer noch dran gewöhnt an die Minecraft-Steuerung, wisst ihr das? Also mit hier Rechtsklick-Blöcke platzieren. Ich will jetzt dieses Kupfer haben. Ich frage mich gerade, wo der Guide ist. Naja. Das sind Männer. Wir bauen uns erstmal das Kleines auf. Bisher hat mich auch noch kein Slime attackiert. Das wundert mich. Da kommt einer. So ein Huan. Ah, ich habe ein Schwert. Wie edel. Wow. Mal kurz warten. Ey, das sieht aus wie ein Finger hier. Fett. Nein! Der arme Hase. Ach, das ist ein Dolch. Edel. Krass. Okay, damit können wir uns dann auch ein paar geile Fackeln machen mit dem Gear. Alter, was für eine geile Map. Ich glaube zumindest, dass die geil ist, weil so viel hatte ich noch nie gefunden. Pilze nehmen wir mit, damit schon mal Energie aufladen. Ui, ui, Fackeln, Fackeln, Fackeln. So. Ich will mir auf jeden Fall noch diese Kiste holen, die dort hinten war. Dazu baue ich mir jetzt erstmal eine Werkbank. Also. Shuriken, das ist geil, Mann. Das ist geil. Habe ich auch neu gefunden. Was ist denn das? Speer. Das. Ach, Copper Shortsword. Okay, nein, ach, so geht's doch gar nicht. Ist doch schon alles hier vorgemacht. Gedingenskirscht. So. Nein, ich will keine Chest. Ich möchte eigentlich einen schmackhaften Hammer haben. Weil damit kann man nämlich Dinge in der zweiten Ebene zerstören. So zum Beispiel auch diese Kiste. Yes. Gibt's hier noch irgendwo? Nee, hier war keine Kiste mehr oder irgendwas. Leider. Regnet wie die Hölle, das gibt's doch gar nicht. So, hier ist unser Guide. So, und jetzt bauen wir uns unsere erste Bleibe für die Nacht. Gleich am Spawnpunkt. Yeah. Hier, das ist die zweite Ebene, ne? Wir müssen mal Ausschau halten nach gefallenen Sternen, weil daraus kann man dann, glaube ich, später Waffen und so bauen. So, das wird unsere erste dürftige Bude. Habe ich eigentlich noch mehr Holz? Oh, oh. Hab gedacht, ich habe noch ein wenig mehr Holz, aber da war ich wohl auf dem Holzweg. Hahaha. Yo. Machen wir den Mist mal kaputt.
Also ich finde Terraria ist eigentlich ein ganz gutes Game. Kann man nicht meckern. Hat auf jeden Fall was. Der wird übelst von Hasen vernichtet, der Typ. Was geht denn los? Perfekt. Es wird langsam dunkel. Ah, das geht gar nicht tief runter, es geht nur das ganz kleine Stück runter. Na komm, los, los. Okay. Werkbank haben wir noch hier, perfekt. Was ist denn das? Ah. Es gibt noch eine andere Werkbank, das Teil habe ich gerade erst gesehen. Habe ich gar nicht gewusst. Das ist Lesser Helping Poison. Ach nein. So. Ah, damit keine Monster reinkommen können. Mal irgendwelche geselligen Typen. Brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch welche hiervon. Die werden in der zweiten Ebene platziert. Das finde ich geil gemacht mit der Ebene. Oh, Dreck. So. Na los. Platzierte Tür. Perfekt, okay. Türe wieder hier gemacht. Oh. Nein. Ich bin ein Idiot. So. Schön. Und jetzt Fackeln, würde ich mal sagen. Ah, wir haben schon welche. Perfekt. Du kannst durch Wände platzieren, mein Bruder. Gut. Na, du sollst Türe schließen, okay. No.